Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Es gibt ein brandneues Kinder Bueno Eis und zwar Kinder Bueno White, war hier die Vorlage für das Bueno Eis. Den Klassiker habe ich euch schon vorgestellt, der ist mit neuer Rezeptur zurück. Das White ist ein komplett neues Eis von Kinder Bueno White inspiriert. Ich bin gespannt, wie es denn schmeckt. Was ist dein Lieblings-Bueno? Es gibt ja das White, das Dark, das Klassische und, wer kennt es auch, das Bueno Coconut. Das wäre doch auch mal eine geile Sorte für den Sommer. Oder Kinder Bueno Coconut als Eis. Wer träumt auch davon, beziehungsweise wer wünscht es sich, schreibt es gerne in die Kommentare. Vermutlich stellt euch auch gerade die Frage, was ist denn der Unterschied vom White zum Klassischen? Erklärt sich anhand der dieser Haselnussschicht von selbst. Das ist wahrscheinlich mehr mit weißer Schokolade. Tatsächlich ist im White aber weniger Haselnuss drin. Also diese Disc hat 14,5% Haselnuss, hier hat sie 15,5% Haselnuss. Und dann haben wir ja auch noch den berühmt-berüchtigten Haselnussanteil, der ist hier 6% und bei dem klassischen sind es 7%. Trotzdem bin ich gespannt, wie es schmeckt. Weiße Schokolade ist ja eine Schokolade, die besteht zu etwas mehr aus Fett und Fett ist ein Geschmacksträger. Deswegen schmeckt die auch immer so intensiv. Ja, einige mögen es, andere mögen es nicht. Ich mag die ganz gerne. Und so sieht es aus. Ich finde auch das Design total lustig. Es sieht so richtig Pop-Art-mäßig aus. Packt das jetzt mal direkt mit euch zusammen aus. Und ah, schaut mal. Und hier ist jetzt so Kakaopulver drauf. Bei dem anderen hatten wir ja so schwarze Schokoladen-Kakaostückchen. Und ich nehme euch mit. Ich wollte gerade hier schon reinbeißen. Das ist so verführerisch. Ich nehme euch aber erstmal mit in die Großaufnahme. Und dann sehen wir uns direkt wieder. Das neue Kinder Bueno White Eis in der Waffel wird auch von Ferrero jetzt hergestellt, nicht mehr von Langnese. Das wird jetzt direkt von Ferrero produziert und schaut man, es sieht wirklich genauso aus wie auf der Verpackung. Der Bueno, hier diese Bueno Strudel kann man das ja nicht nennen, dieser Bueno Stift in der Mitte sieht genauso aus wie bei dem anderen Kinder Bueno. Und ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich werde mal hier reinbeißen. Oh, das hat mir geknackt. Es zergeht mir gerade noch auf der Zunge. Der erste Bissen. Und tatsächlich fand ich es ein bisschen knackiger als das andere Bueno. Interessant, ob das wohl am erhöhten Fettgehalt durch die weiße Schokolade liegt, dass es knackiger wirkt und ist. Ich glaube, physikalisch wäre das dadurch zu erklären, so ein bisschen, glaube ich zumindest. Hier haben wir auch wieder Haselnusseis. Und das schmeckt auch genauso haselnussig wie das andere Eis. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ich mag das total gerne, wie diese Füllung, also diesen Disc, muss die Disc noch ein bisschen geiler. Ja, ich vergleiche mal kurz Fett und Fett. Ja, es hat sogar weniger Fett. Interessant. Und schaut mal, es hat sogar pro Eis 4,2 Gramm Protein. Ich wollte es gerade schon als Proteineis verkaufen. Und ja, krass. Interessant, es hat sogar weniger Kalorien. Das Bueno White. Woran es liegt? An den Haselnüssen, weniger Haselnüsse, weniger Kalorien. Geschmacklich finde ich es auch genauso geil. Es war jetzt mal was anderes. Ich beiß mal unten rein. Wenn es jetzt richtig geil wäre, dann müsste hier unten weiße Schokolade drin sein, oder was meint ihr? Das wäre richtig geil, aber es ist vermutlich ganz normale Schokolade drin. Ja.
Aber das wäre doch mal ein Burner gewesen. Oder weiße Schokolade. Gibt es das überhaupt in irgendeinem Eis, dass hier weiße Schokolade drin ist? Nee, ne? Das wäre richtig cool gewesen. Aber das Ganze von 1 bis 10. Es macht Spaß. Es ist lecker. Es passt zum Bueno-Feinschmecker. Aber meine Emotionen sind ein wenig abgeflammt. Ich finde es immer noch sehr cool. Würde ich dem Ganzen... Oh, hier ist die Creme drin. Geil. Mein Gott. Acht Punkte geben. 9 Punkte jetzt gegeben, wenn hier weißes Eis drin gewesen wäre, weil es ist schon sehr nah dran an dem anderen Kinder Bueno. Im Endeffekt ist die Schicht oben so ein bisschen anders, ein paar weniger Haselnüsse drin. Finde ich so als Weiterinterpretation nicht so mega krass kreativ. Aber immerhin, es ist eine kleine Variation, deswegen 8 Punkte. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und die 8 Punkte gibt es natürlich auch, weil es geil schmeckt, ihr Lieben. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder und, ha, schon gesagt, wo es die gibt. Im Rewe und im Kaufland habe ich die gesehen, die jeweils 3,29 € für Eis. Nicht jeder Rewe hat beide Sorten. In meinem Rewe gab es zum Beispiel nur die klassische Sorten. Dafür habe ich dann im Kaufland beide gesehen. Einige Rewe haben bestimmt auch beide Sorten. Ihr werdet die auf jeden Fall in Kürze finden, bin ich fest von überzeugt, ihr Lieben. Bis bald. Tschüssi.